Hallo meine Freunde, das nächste Video, ja, und das nächste Teil für mein neues Projekt, und zwar ein Netzteil, und zwar habt ihr das wahrscheinlich gelesen von Fraktal, und zwar von Fraktal, ja, und zwar ist es das Ion Plus 560P, ein full modulares Netzteil. Das Schöne ist hier bei Fraktal, das Ganze hat die Zertifizierung 80 plus Platinum und eine 10-jährige Garantie. Also mehr kann man, glaube ich, vielleicht erstmal nicht erwarten. Wichtig ist Schutzschaltungen, alle technischen Daten. Schaut doch mal auf der Seite. Ich verlinke das Ganze auch so ein bisschen. Ihr könnt auch gerne bei Geizhals gucken, wenn ihr das eingibt. Da stehen auch nochmal alle technischen Daten. Aber wichtig ist, es hat alle Schutzschaltungen, die man sich so vorstellen kann, DC, DC und so weiter, Überspannschutz, Unterspannschutz und so weiter, neueste Technologie, japanische Kondensatoren, die bis 105 Grad aushalten, also alles absolut toll. Und wir haben hier noch einen Zusatzschalter, wir können das Ganze auch noch semi-passiv, das heißt komplett, dass der Lüfter stehen bleibt, bis ca. 250 Watt. Dann, wenn Last mehr drauf kommt, schaltet dann erst der Lüfter ein. Also das kann man hier auch noch mal einschalten oder ausschalten, wie man das möchte. Ja, ich bin der Meinung, kann man auch ausgeschaltet lassen, denn der Lüfter ist sowas von leise und der läuft also bei der Wattzahl, auch im Standby, absolut flüsterleise. Ja. Aber wichtig ist, wir haben den Schalter, das heißt, wir können umschalten. Dann fängt es erst bei einer Belastung eben, wie gesagt, bei 240, circa 250 Watt, schaltet dann der Lüfter erst ein. Absolut toll, voll modular. Wir haben super schönes Kabelmanagement, also wirklich tolle Kabel dabei. Abmessungen sind auch sehr gut, gerade in dem Bereich. Viele sagen ja immer, es gibt ja diese großen Netzteile, die finden auch nicht überall Platz. Das war ja bei dem Be Quiet Gehäuse jetzt, bei dem neuen Projekt ist das ja auch so ein Fall. Wir haben zwar Platz, aber dann haben wir nicht mehr so viel Platz, um Kabel zu verstauen. Darum habe ich mich dafür entschieden, weil es tolle Abmaße hat. Es hat, glaube ich, Abmaße 150, 150 und 86 ungefähr Millimeter. Das schauen wir uns aber gleich mal genau an. Prüfen wir mal auch die Abmaße und so weiter. Wichtig ist, es ist ein 140 mm Lüfter verbaut. Ja, also absolut neueste vom neuesten, muss man wirklich einfach mal so dazu sagen. Ja, also lest euch da ruhig mal durch. Ich habe mich auch durchgelesen. Also wirklich alles, was das Herz begehrt. Und ich glaube nicht, die würden 10 Jahre Garantie geben, wenn das Ding nichts wäre. Also ich sage immer, klar, passieren kann überall was. Also ob das Be Quiet ist, ob das Cooler Master ist, wer das ist. Ja? Also keiner kann sich von freisprechen. Nur wichtig ist, wenn was ist, haben wir ja die Garantie. Ne? Das ist eben da schon eine kleine, ja, Schutzgarantie für einen, wo man sagt, ja, ich weiß nicht und hin und her und die Tests. Dafür bin ich ja da. Das heißt also, wir werden das verbauen, wir werden Tests machen und dann werde ich euch später auch sagen können, ob alles so ist, wie es sein soll. Wir packen es gemeinsam aus. Also wie gesagt, ich habe auch noch nicht reingeguckt. Wir packen das jetzt gemeinsam aus und dann schauen wir uns das Ganze hier mal an. Also, schauen wir doch mal. Machen wir mal die Kiste auf. So, da kommt als erstes hier so ein kleiner Beutel. Hier steht es nochmal drauf. Ja, Ion plus Platinum. Ja, und Asaguide, ah gut, wie man es verbaut. Aber hier steht wahrscheinlich auch noch mehr drin. Hier haben wir zum Beispiel als erstes drei schöne Fraktal-Kabelbinder. Die kommen ganz gelegen, denn das neue Be Quiet hat ja genau dieselben. Steht eben nur bei Quiet drauf, ja. Aber ich finde diese Klettverschlüsse hier ganz einfach ein bisschen besser. Denn wenn man mal ein Kabel dazu bekommt oder so, kann man die einfach aufmachen, wieder zumachen. Und die passen auch schön durch diese Kabelführungen im Gehäuse. Ja, also es sind drei Stück drin. Hätten auch was mehr sein können. Aber na gut, drei ist besser wie nichts. Auf jeden Fall. Besser wie die Kunststoffteile. Dann haben wir hier Halteschrauben. Genau, vier Stück. Ja, ist auch immer ganz wichtig, dass die auch dabei sind. Wie gesagt, dann haben wir hier nochmal das Heftchen.
Hier können wir uns auch reinlesen. Hier haben wir auch verschiedene Sprachen. Englisch. War da gerade Deutsch? Ja, auch Deutsch. Genau. Hier haben wir also nochmal auch in Deutsch. Gucken wir mal. Das ist noch Englisch. Hier fängt die deutsche Seite an. Also Sicherheitshinweise, was man natürlich nicht machen soll. Aufschrauben und so weiter. Installation, ja gut, das wissen meiste. Problemlösungen, Computer startet nicht und so weiter. Haben wir hier nochmal so ein kleines. Kann vieles sein, warum der Computer nicht startet. Ja. Dann haben wir hier nochmal die Hauptplatine. Ist mit LED-Leuchten. Leuchtet nicht. Achso, das sind die Fehler. Entschuldigung, das sind die Fehlersachen. Ja. Warum, weshalb? Lautes Netzteil haben wir hier nicht, auf jeden Fall. Wie gesagt, semi-passiv kann man umschalten, ja, dass der Lüfter überhaupt nicht läuft. Ja. Also kann man alles hier nochmal durchlesen, einzelne Spezifikationen und so weiter. Ist so ein Heftchen dabei. Und dann haben wir hier nochmal so einen roten Zettel. Roter Zettel ist ja meistens immer... Im Falle des Erhalts eines fehlerhaften Produktes, bevor Sie ein Produkt zurücksenden, verwenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder direkt an Fraktaldesign. Ja, die meisten Probleme können schnell und einfach über den Support-Team gelöst werden. Also haben wir hier auch nochmal eine E-Mail. Eine E-Mail reicht, schreibt man eine kurze E-Mail. Ja, das funktioniert je nachdem nicht. Da tauschen die jetzt ganz einfach um, ist gar kein Thema. Also, oder beim Händler eben, wie gesagt, ja, auch kein Problem. Darum Rechnung aufheben und dann ist das alles kein Problem. So, damit haben wir schon mal soweit, glaube ich, das Tütchen durch. Dann haben wir hier eine schöne Reisetasche. Ne, für Utensilien. Hier kommt also dann Zahnpasta rein und Zahnbürste, Seife. Dafür kann man es echt brauchen. Sieht echt schick aus, die Tasche. Ne? Steht zwar Fraktal drauf, weiß doch keiner. Ja? Aber bevor sie im Karton rumliegt und sie nicht genutzt wird, kann man sie dafür auch noch zweckentfremden, kann man sagen. Gut, schauen wir uns das an, was hier drin ist. Hier kommt schon mal das 24-Pin. Stromkabel. Das Ganze ist schwarz gehalten. Ja, haben wir hier einmal fürs Netzteil. Die kommen also ins Netzteil. Der kommt ans Board mit dem Stecker dazu. Das Schöne ist, der rastet hier schön ein. Ja, den muss man also nicht festhalten. Das rastet mit den Häkchen hier schön ein. Finde ich eine schöne Sache. Ja, kann man so abziehen. Aber wichtig ist, der kann nicht verrutschen. Jetzt kann man vernünftig einstecken, ohne dass der hier wegrutscht. Ja. Also sehr schön. Die Kabel sind auch schön biegsam. Wie gesagt, hier haben wir nochmal Schrumpfschlauch drum. Hier ist nochmal, wie gesagt, schöner schwarzer Sleeve drum. Hat auch eine gute Länge. Auch für größere Gehäuse natürlich. Ganz wichtig. So, damit haben wir das 24-Pin-Kabel. Dann haben wir hier das Stromkabel. Abgewickelter Stecker. Ist auch ca. 1,80 lang. Auch nicht verkehrt. Und hier kommen die ganzen SATA-Kabel. Ja, das heißt, wir haben also hier jetzt bei dem 560er, ja, das gibt es ja in vier verschiedenen Ausführungen, so viel ich weiß. 560, 660, 67 und 860, war das richtig? Schau nochmal gerade nach, bevor nachher wieder jemand sagt, ich hätte mich da besser kundig machen müssen. Ja, es gibt also drei Varianten, und zwar, wie gesagt, das 560, das 660 und das 760. Ja. Alle haben, und das 860. Was ist das? Habe ich doch richtig gehabt. Ich habe doch richtig gelesen. Ne? Also, und das 860, also doch vier Varianten. Ja, ne? Also, ja. Klar habe ich mir da auch so ein bisschen Pick-Spick-Zettel gemacht. Warum nicht? Kann man nochmal drauf gucken, weil auswendig lernen kann man ja auch nicht alles immer. So, dann gucken wir mal hier. Was haben wir jetzt hier an Kabel? Ich lege die jetzt mal erst hier hin und dann gucken wir gleich mal, was alles genau dabei ist. So, noch eins. So, und hier sind noch zwei. Dann ist die Tasche leer. Aber wie gesagt, kann man zweckentfremden. Warum nicht? So, als erstes haben wir hier Grafikkarte. Ja. Das wieder ins Netzteil. Und dann haben wir hier zweimal 6 plus 2. Also 8 und 8. Oder 8 und 6 oder 2x6. Ja. Damit hat man schon eine Grafikkarte bestückt, ja, wenn man das möchte. Und hier haben wir das zweite, genau nochmal dasselbe. Das ist hier, so, genau nochmal dasselbe.
Also, wer jetzt SLI hat, hat die Möglichkeit. Wer jetzt sagt, okay, wäre es vielleicht besser, wenn man einmal 8 von dem nimmt und einmal 8 von dem, spielt keine Rolle bei dem Netzteil. Ist wirklich so gut ausgelastet. Die 12-Volt-Schienen sind echt absolut top. Muss ich wirklich dazu sagen, die Werte, also die man angibt, sind wirklich spitze. Darum würde ich ein Kabel reichen. Sonst hast du zwei Kabel da liegen, hast jedes Mal hier so einen Stecker rumliegen noch, den du nicht weißt, wohin damit. Ja, darum, das reicht wirklich mit einem Kabel. Also wichtig ist, wenn man zwei Grafikkarten hat, dann würde ich auch dann zwei Kabel legen. So, dann haben wir hier einmal die CPU-Kabel. Ja, 2x4, also 1x8. Ne? Wenn er natürlich jetzt sagt, okay, ich habe aber ein Board, wo ja 2x8 oder 1x8 und 1x4, ich habe ja auch eins mit 1x8, 1x4, dieser Zusatzstecker, der zweite, wird kaum benötigt. Also es läuft auch ohne, man kann auch übertakten, aber wichtig ist, wenn irgendwo die Grenze erreicht ist, ja, dieser zweite Stecker ist nur dafür da, dass die Spannung ein bisschen besser gehalten wird. Ja, es ist nicht viel, aber wer wirklich an die Grenzen gehen möchte, wer wirklich sagt, ja, ich will also bis zum Nimmerlands übertakten, dann ist es wichtig. Da gibt es aber auch Adapter von 2x SATA auf 1x 4-Pin oder von Molex auf 4-Pin. Ja, so ein Adapter habe ich auch da. Ja, wird auch wahrscheinlich dann zum Einsatz kommen, weil ich den gerne dran mache und ich wollte ja auch, je nachdem, mit der Kühlung, die neue, die Wasserkühlung, wollte ich mal gucken, wie es aussieht, wenn man dann übertaktet, wie dann die Temperaturen sind. Also, da gibt es also wie gesagt Adapter. So, und dann haben wir hier, gucken wir mal direkt, zweimal SATA-Verein. Und zwar haben wir hier eins mit zweimal SATA. Viele würden jetzt sagen, ach, so wie, manchen reicht das. Die haben eine M2 drauf, vielleicht noch eine Terabyte oder 2 Terabyte oder 3 Terabyte HDD und vielleicht noch irgendwas mit LED am Gehäuse. Da reichen zwei SATA-Kabel, also zwei SATA-Anschlüsse. Warum soll man mehr dran machen, wenn man nicht mehr braucht? Also ich finde es nicht verkehrt. Einmal zwei. So, dann haben wir hier noch. Das sind einmal, zweimal, dreimal, viermal SATA. Also hier kann man jetzt schon mehr mit bestücken. Das heißt vier. Also insgesamt sechsmal SATA. Und dann haben wir hier noch den älteren Anschluss Molex. Und das sind auch vier Stück. Ja, wird wahrscheinlich die meisten werden es nicht mehr brauchen, vielleicht einen, je nachdem welche Pumpe man hat oder ne, Festplatten würde ich sagen. Also wer da noch Molex hat, der sollte mal schleunigst umdenken. Aber es gibt noch Pumpen, es gibt LED-Sachen und so weiter. Es gibt auch einen Lüfter, die das haben. Verkehrt ist es nicht. Man muss es nicht anschließen, man kann es anschließen. Darum toll, voll modular, nur die anschließen, die man auch braucht und der Rest zurück in den Karton, nicht zurück in die Tasche, die wird ja mitgenommen. So, das haben wir, das haben wir, das haben wir. Ja. Und jetzt kommen wir zum feinen, schönen Netzteil. Ja, guck doch mal hier, da haben wir die zweite Tasche, ja, für die Frau. So, ja, hier ist noch so ein Feuchtigkeitsbeutel. Naja, ist immer gut beim Verpacken, bei Elektronik. Ja. Und hier haben wir jetzt eine schöne Fototasche. So, auch schön mit Klett. So, schau doch mal. Und nochmal eingepackt. Jawohl, so sollte es sein. Aber die Tasche ist ein bisschen dünn zum Mitnehmen. Naja, okay, hat man aber dabei. So, jetzt packen wir das hier auch nochmal aus der Folie aus. Folie weg. Und da ist das Prachtstück. Wow. Ja, ihr wisst, ich sag nicht schnell wow, aber hier muss ich wirklich wow sagen. Super, super schön, klasse. Wichtig ist auch hier alles mit Platinen. Wenn er da mal rein, also gut, ich weiß nicht, ob das in der Kamera rüberkommt, wenn man da mal reinschaut. Also kaum, fast gar keine Kabelverbindungen mehr. Alles über Platine gehalten, was ja mittlerweile auch einige Firmen schon machen. Absolut super. 140 mm Lüfter von Fractal, die Dynamic-Serie, die ist unheimlich leise, muss ich dazu sagen. Ja, die Lüfterblätter auch hier immer so ein bisschen abgesetzt, also für einen unheimlich leisen Betrieb. Schöne Abmaße, das Schwarz hier ist so ein bisschen abgesetzt, hier oben der Rahmen,
Der ist ein bisschen schwärzer, das andere ist so ein bisschen stahlgrau, würde ich sagen, oder Anthrazit kann man sagen. Ansonsten macht einen sehr guten Eindruck. Sehr guten Eindruck. Doch, muss ich sagen. Ja, hier sind auch keine großen Zettel auf der Seite, was ja viele immer stört, wenn man das Netzteil sieht, dass hier die Aufkleber drauf sind. Haben wir hier nicht. Hier steht nur ganz fein das Fraktal drauf. Denn wenn wir wissen wollen, was genau Sache ist, da haben wir das hier hinten auf der Rückseite. Und das finde ich okay. Auf der Rückseite kann es ja sein. Ja? Hier steht nochmal drauf, 80 plus Platinum. Ja? Und dann haben wir hier die ganzen Schienen und so weiter, die Wolzer. Also absolut fantastisch. Super schön. Na? Auch hier hinten so ein bisschen mal anders als einfach nur ein paar Löcher drin, so ein bisschen mustermäßig. Ein- und Ausschalter, kommt man auch gut dran, muss ich auch dazu sagen. Auch das Gitter hier macht einen sehr schönen Eindruck. Schön auch in Schwarz lackiert, ganz toll. Ja, und wenn wir uns dann mal hier die Seite anschauen, wo praktisch die Anschlüsse dran kommen, ne? Also hier und hier kommt das 24-Pin-Kabel dran. Und hier haben wir dann schon mal für Grafikkarte und so weiter, für CPU-Kabel. Ja? Hier haben wir dann die einzelnen Stecker nochmal für SATA-Kabel, Molex-Kabel und die zwei sind auch nochmal für Grafikkarte. Ja? Also, wunderschön ausgestattet, muss ich dazu sagen. Sogar hätte man hier noch Platz für ein weiteres Kabel. Ja? Das heißt, denn wenn ich mal rechne, wir haben hier oben ATX, hier haben wir PCIe, das heißt Grafikkarte und hier haben wir nochmal ATX 12 Volt und nochmal Grafikkarte. Ja? Also, man könnte, wenn man jetzt noch ein Kabel hätte, na, müsste man gucken, ob man das nachbekommt. Vielleicht frage ich da nochmal nach, ob das machbar wäre, ob man Kabel extra. Dann könnte man sogar sich noch ein zweites CPU-Stromkabel bestellen und könnte dann damit den zweiten 8-Pin oder auch den zweiten 4-Pin oder so noch bestücken. Ja, das wäre natürlich auch nochmal eine tolle Idee. Ja? Denn ihr seht ja selber, wir haben vier Anschlüsse und wir haben zweimal Grafikkarte, die drankommt, und einmal CPU-Kabel, was drankommt. Ja. Und alles andere ist dann hier die 6-Pin. Ja. Und dann haben wir hier eben, wie gesagt, die 8-Pin-Schiene. Ja, also da könnte man wirklich, da kann man noch. Ob es dann von der Leistung noch reicht, das muss man abwarten, aber ich glaube schon, ja, weil 560 Watt, also ich habe mein System mal durch den Netzteilrechner gejagt und ich komme auf 470 Watt, glaube ich, circa, also beim Maximum, ja, und ohne Übertakten. Und dann sind 560 Watt meines Erachtens ausreichend, auf jeden Fall, ja. Denn wenn ich mit Übertaktung eingebe, komme ich glaube ich auf 520 oder irgendwie sowas, 530, also 560 sind hier wirklich gut ausgelastet dann. Ja, und gerade bei Platinum ist das wirklich absolut kein Thema. Ja, also das ist auch eine schöne Sache. Und wir haben hier, wie gesagt, dann den Zero-Schalter, ja, das heißt den Semi-Schalter. Wenn wir den auf On schalten, bleibt der Lüfter komplett stehen und schaltet eben erst bei Last, bei einer gewissen Last ein. Oder wir sagen, nee, das kann ausbleiben. Der Lüfter, den hört man sowieso nicht, kann ruhig so laufen. Ja, dann ist es, wird es auch nicht so warm. Ja, es hat wahrscheinlich mit Temperatur und Stromverbrauch zu tun, wenn man den Schalter hier umlegt, dass dann irgendwann der Lüfter eben auch einschaltet. Aber wie gesagt, muss man ausprobieren, kann ich euch jetzt auch noch nicht sagen, würde ich es gerne für einbauen. Dann kann man es auch mal. Dann werde ich es mal umschalten, werde mal gucken, ob es überhaupt einen Unterschied macht von der Lautstärke her. Aber ich kann mir schon vorstellen, gerade bei einem 140er Lüfter, und dass das also fast keinen Unterschied macht. Aber ja gut, gibt so ganz feine Ohren, ne, die im Wohnzimmer sitzen oder neben ihrem PC, die jedes kleine Geräusch wahrnehmen und dann Schalter umgelegt und dann hört man es eben nicht. Ja. Also, und wenn wir uns jetzt noch mal die Abmaße angucken, denn ich finde wichtig, gerade heute bei kleineren Gehäuse, ja, haben wir wirklich hier 15, nochmal 15 und hier haben wir die 86.
Ja, also absolut tolle Abmaße, schön, kompakt, klein, jeden Platz ausgenutzt, wenn man das so sieht. Ein 140er Lüfter eingebaut, also wirklich auch das ist, glaube ich, Maximum hier bei dem Maßen. Und super schön. Ich könnte jetzt wieder sagen, ja, es ist auch schwer, aber viele sagen ja immer, schwerer hat nichts mit Qualität zu tun. Ja, Qualität, wie gesagt, kann man ja nur feststellen, indem man es erstmal betreibt und erstmal guckt, wie es ist. Man hört es sich an, wenn es eingebaut ist und auch mal richtig Last bekommt. Denn wenn ich es jetzt einstecken würde, würde man den Lüfter nur hören, aber es käme keine Last drauf. Ja? Denn ihr wisst ja selber, es gibt auch bei Netzteil sogenanntes Spulenfiepen. Oder wenn man das so nennen kann. Ich bin jetzt auch nicht in der Technikfreak, sage ich mal, dass ich mich so hundertprozentig auskenne, aber ich habe das mal gehabt eben bei einem Sessonic und das war ohne Lüfter, komplett ohne Lüfter und das war wirklich so unerträglich vom Geräusch her, von den Fiepen her, also konnte man nicht aushalten, habe ich also umgetauscht. Ich glaube, ich habe das auch schon mal erwähnt. Ja, darum, wie gesagt, die Tests und so weiter, den Dauertest, da kann man dann später immer noch nachfragen. Kalle Mensch, bist du noch zufrieden mit dem Netzteil? Ist das wirklich gut? Kann man es empfehlen? Und das kann ich nach ein paar Tagen vielleicht sagen. Und darum, ja, ich finde es von der Verarbeitung her mit einer der, ja, mit einer der besten, muss ich dazu sagen. Also da gibt es wenige, die so toll verarbeitet sind, egal ob das der Lack ist, ob das die Stecker sind, die wirklich absolut plan, da ist keine Unebenheit, da ist keine Unregelmäßigkeit drin. Ja. Also da muss ich schon sagen, da hatte ich schon andere Netzteile in der Hand. Ja. Und die denken sich auch was dabei, das Schild hier hinten zu machen und nicht auf der Seite. Wie gesagt, es gibt ja heute auch ganz offene Gehäuse, wo man es sieht. Ja. Da macht es natürlich einen super schicken Eindruck, wenn da nicht an der Seite so ein Aufkleber ist. Also wirklich, also ich kann nur sagen, nochmal absolut toll ausgestattet. Wie gesagt, Schutzschaltungen aller Art, die wir kennen, die man braucht heutzutage, sind verarbeitet. DC-DC ist alles mit da. Wir haben hier den Schalter nochmal fürs Umschalten, nochmal fürs wirklich ganz leise betreiben. Ja. Wir haben eine super Zertifizierung. Ja. Gerade Platinum ist absolut das Höchste, was man kennt zurzeit. Und ja, Preis bin ich der Meinung, ist okay für das Netzteil auf jeden Fall. Weil das letzte Netzteil, was ich ja hatte, da sprach dann jemand, das ist ja viel zu teuer für 180 Euro. Das war ja auch 850 Watt, muss man auch mal von ausgehen. Ne? Cooler Master. Aber es war ja auch von der Größe her viel größer. Ne? Das muss jeder für sich entscheiden. Das ist ganz wichtig. Ja. Ich finde, 10 Jahre Garantie ist schon ein Hammer. Ja, muss man einfach heute so sagen. Also, wo kriegst du heute 10 Jahre Garantie? Ich glaube, das hatte früher, oder weiß nicht, ob die es heute auch noch haben. Corsair, die hatten es mal, glaube ich, oder waren es 5 Jahre? Ich weiß nicht mehr. Die meisten geben mittlerweile 5 Jahre. Gibt aber auch noch welche, die nur 3 geben. Also, toll, einfach nur toll. Also wenn ihr auf der Suche seid, ich habe sogar schon Fotos ja bei Facebook reingestellt und da war direkt jemand, der gesagt hat, Mensch, Kalle, genau darauf habe ich gewartet, das ist mein Netzteil. Ja. So kann es gehen. Also ohne dass ich was gesagt habe, ohne dass ich ein Video bis jetzt hatte, ne, gibt es natürlich auch. Und wer Fraktal kennt, egal ob es Gehäuse waren bis jetzt, ich habe schon einige Fraktalgehäuse gehabt, ja, schon einige Sachen von Fraktal. Also ich kann da nichts Schlechtes drüber sagen. Ne? Und jetzt Netzteil. Ja? Auch Wasserkühlungen gibt es ja. Da habe ich glaube ich auch noch keine von gezeigt. Ne? Von Wasserkühlung. Wäre vielleicht auch mal eine Sache, eine Wasserkühlung von Faktor einmal zu zeigen. Aber wie gesagt, ja gut, man kann ja nicht immer alles. Aber wäre mal eine Möglichkeit. Ja. Weil die haben ja auch Wasserkühlungen, die gut sein sollen. Könnte man auch mal testen. So. Also. Wenn euch das Netzteil gefällt, ja, dann kann ich nur sagen, auf jeden Fall. Ja. Wichtig ist, lasst euch, geht ins Internet, guckt nach einem Netzteilrechner, ja, tragt eure Sachen ein, die ihr habt. Ja, also wie gesagt, jetzt euer CPU könnt ihr eintragen, ja, Intel, AMD.
Dann könnt ihr genau den Prozessor, den ihr habt, anklicken. Wenn ihr das gemacht habt, dann klickt ihr dann, welche Grafikkarte, ja, ein Nvidia AMD, auch da wieder, das genaue Modell kann man sich dann aussuchen, also anklicken, ja, das klickt ihr auch an, habt ihr zwei, müsst dann mal zwei, könnt ihr auch dann zweimal anklicken und so weiter. Das klickt ihr alles an. Wie viel SATA-Anschlüsse werden verbraucht? Also wenn ihr sagt, ich habe vier Festplatten, einmal LED und habt also fünf Anschlüsse, das wird auch hingeschrieben. Wie viele Lüfter habt ihr drin? Habt ihr eine Wasserkühlung? Ja, also welche Wasserkühlung? Kann man alles eingeben. Dann kommt die Wattzahl, die ihr verbraucht. Also immer circa, jetzt nicht auf den Watt genau. Ja, aber wie bei mir jetzt waren es 400, was habe ich gesagt? 460 Watt irgendwie so, oder 450, weiß ich gar nicht mehr. Ja, und dann legt ihr einfach ein bisschen was drauf, als Reserve, und dann seid ihr da. Ja, wie gesagt, das kleinste ist ja hier, dieses 560p, und da bin ich der Meinung, reicht für die meisten Systeme auf jeden Fall aus. Ja. Wer jetzt SLI betreibt und noch dick übertaktet und weiß ich wie viele Platten und wie viele Pumpen und weiß ich, der braucht natürlich dann die Nummer größer oder sogar zwei Nummern größer. Ne? Also wichtig ist immer, ein bisschen müsst ihr schon draufrechnen. Also wenn ihr jetzt habt, der Netzteilrechner sagt euch 550 Watt oder 560 Watt, ja, dann würde ich sagen, dann nimmt ihr die nächste Größe, nimmt ihr lieber das 660p. Ja. Ja, da habt ihr ein bisschen Reserve und das kann nicht verkehrt sein. Ja, das kann auch genau passen. Ja. Das ist immer die Entscheidung, die man treffen muss. Ja, ich weiß jetzt nicht den Preisunterschied von 560 zu 660. Ja, vielleicht sind es 20 Euro, ich weiß es nicht. Ja. Aber mir wäre die Hardware die 20 Euro wert, die ich damit befeuere. Und ja, wie gesagt, das muss immer jeder für sich entscheiden. Ansonsten, ich finde schön, wir haben hier wieder Flachbandkabel. Gerade wenn man nicht so viel Platz hat für Kabelmanagement, mit den Kabeln kommt man gut zurecht. Die kann man schön knicken, sind auch sehr weich. Ja, ich habe da schon viel steifere Kabel gehabt, ja, die sich kaum knicken lassen. Also hier lässt sich alles schön im kleinsten Radien auch dann knicken. Ist auch nicht verkehrt. Und ja, ich kann nur sagen, schaut euch die Datenblätter an. Wie gesagt, ich setze den Link unten rein. Da könnt ihr nochmal genau nachgucken. Stimmt das, was der Kalle gesagt hat? Haben wir wirklich alle Schutzschaltungen und so weiter und so fort? Also wie gesagt, ich kann nur sagen, von der Verarbeitung mit einer der besten. Ja, und die Taschen, das ist natürlich, ja, kräht kein Haar nach, ob da eine Tasche ist oder ob da Folie drum ist oder wie es eingepackt ist. Aber ich sage immer, ja. Ist aber dabei und man kann es ja wohl erwähnen, dass es wirklich absolut auch noch toll verpackt ist. Ja. Wenn euch das Video gefallen hat, Daumen hoch. Ja. Lasst ein Abo da, dann verpasst ihr die nächsten Videos nicht. Ja. Dann seht ihr auch den Einbau ins neue Projekt. Ja. Dann würdet auch das neue Projekt ja sehen. Ja. Geht jetzt langsam los. Ich warte nur noch auf den CPU-Kühler. Ja. Und dann geht es eigentlich schon Schlag auf Schlag weiter. Und ja, was sage ich immer ganz zum Schluss, meine Freunde? Genau. Lasst euch nicht ärgern, bleibt gesund, ne? Schaltet wieder ein, bleibt mir treu, da würde ich mich drüber freuen und tschüss zusammen.